Robert Lewandowski schießt Borussia Dortmund ins Glück. Mit 3 ganz wichtigen Punkten im Gepäck kehren der Pole und sein BVB vom Champions-League-Ausflug aus London zurück. Lewandowski schoss beim 2:1-Erfolg gegen den FC Arsenal den umjubelten Siegtreffer in der 82. Minute. Nach dem ersten Sieg auf der Insel seit 16 Jahren steht der Vorjahresfinalist an der Spitze der Champions-League-Gruppe F. Direkt nach der Turn, dass die ganze Atmosphäre und die Fans das war Wahnsinn, wirklich. Ich bin zufrieden, weil wir haben heute gewonnen und das ist ein sehr wichtiger Sieg, weil wir haben in diesem Moment 6 Punkte und natürlich nach dem ersten Spiel in Neapel wir diese Punkte gebraucht und heute wir schaffen alles, was wir geplant haben. Wir haben 3 Punkte. Nächster Sieg. Dortmund erwischte im Emirates Stadium einen Start nach Maß. Henrik Mkhitaryan erzielte nach 16 Minuten die Führung. Doch der FC Arsenal, bei dem die Deutschen Mesut Özil und Per Mertesacker unauffällig blieben, gelang durch Olivier Giroud kurz vor der Halbzeit der Ausgleich. Und dann kam Robert Lewandowski, der einen mustergültigen Konter verwandelte. Nach dem 3. Spieltag kristallisiert sich in der Gruppe F ein Dreikampf heraus. Dortmund, Arsenal und der SSC Neapel haben jeweils 6 Punkte. Wir waren im Kampf um Platz 1 oder 2 noch nie raus. Und ich hatte allerdings nicht die Erwartung, dass wir die ganze Champions-League-Saison ohne Niederlage überstehen. Von daher hat es uns in Napoli erwischt unter denkbar schwierigen Verhältnissen. Rote Karte, erste Halbzeit und. Aber zu glauben, dass man uns so einfach abservieren könnte, da... Gut, vielleicht die einen oder anderen haben das vielleicht in Deutschland geglaubt, aber wir haben das nicht geglaubt. Den Rückenwind aus der Champions League wollen die Dortmunder jetzt mit in die Bundesliga und in das nächste Spitzenspiel nehmen. Am Samstag steht das Ruhrpott-Derby beim FC Schalke 04 an. Die Königsblauen kassierten in der Champions League eine 0:3-Klatsche gegen den FC Chelsea. Mehr Selbstbewusstsein nimmt also der BVB mit ins Spiel. Es gibt so riesen Selbstvertrauen für die ganze Mannschaft, glaube ich. Wir können mit breiter Brust dahin fahren. Es ist natürlich Derby, es ist kein Spiel wie jedes andere, glaube ich. Das weiß jeder und da ist alles drin. Aber wir werden den Kampf annehmen und wollen das Spiel gewinnen. Und nach zuletzt 2 Derby-Niederlagen hat der BVB ja bei seinen eigenen Fans noch einiges gut zu machen.